Montage eines Plattenheizkörpers ohne Befestigungslaschen mit unserem neuen Monclad-Befestigungssystem MCA41. Die Konsole wird an der Wand montiert mit jeweils zwei Schrauben je Konsole und bevor der Heizkörper mit der unteren Schweißkante in den Konsolenfuß gesetzt wird, wird an der Konsole das Oberteil in die Arretierstellung gebracht. Jetzt den Heizkörper mit der Schweißkante in den Konsolenfuß setzen und den Heizkörper gegen das Oberteil drücken. Dadurch rastet automatisch das Oberteil ein über das Abdeckgitter. Demontage erfolgt, indem ich das Oberteil anhebe und der Heizkörper kommt nach vorne, dann kann ich ihn absetzen. Noch einmal Montage des Heizkörpers, Oberteil in die Arretierstellung bringen, untere Schweißkante des Heizkörpers in den Konsolenfuß setzen, Heizkörper gegen das Oberteil schlagen, dieses wird ausgelöst und greift automatisch über das Abdeckgitter. Zur Sicherung gegen Seitenverschiebung und gegen ein Ausheben in den Anwendungsklassen 1, 2 und 3 der neuen VDI-Richtlinie 6036 wird im Oberteil mit einem 3 mm Imbusschlüssel dieses Oberteil festgeschraubt, sodass der Heizkörper gegen ein Ausheben und gegenseitiges Verschieben gesichert ist. So. Jetzt kann er nicht mehr ausgehebelt werden und ist auch gleichzeitig gegen ein seitliches Verschieben gesichert. Demontage folgt logischerweise in umgekehrter Reihenfolge. Das heißt, das Oberteil wird gelöst und dann kann ich den Heizkörper abnehmen. Einsetzen eines Plattenheizkörpers ohne Befestigung in unseren neuen Konsolenfuß der Ausführung Monclad MCA 41. Der Heizkörper kann einfach mit der Unterkante des Heizkörpers, das heißt die Rollnaht, in den Konsolenfuß eingesetzt werden und dann kann der Heizkörper über das Kunststoff-Einlegeteil in die Arretierung geschoben werden. Das Kunststoffteil ist gleichzeitig auch die Schallisolierung und wird hier verstärkt durch eine Innenwiegung des Metallfußes. Dadurch ist eine sehr hohe Stabilität gewährleistet. Das heißt, Aufsetzen des Heizkörpers auf den Konsolenfuß, hineingleiten in die Aufnahme der Schweißkante und dann den Heizkörper nach oben hin in die senkrechte Position bringen, damit er einrastet und installiert werden kann.